Willkommen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. Ich habe noch nie gegen jemanden gekämpft, den ich nicht besiegen konnte. Einschließlich meiner Meister. Eine beeindruckende Behauptung. Wenn ihr neue Herausforderungen sucht, findet ihr sie hier. Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ihr werdet auf Weisen getestet, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu meditieren und langweilige Lektionen zu lernen. Diese letzten Prüfungen werden eure Grenzen testen. Langeweile ist eure geringste Sorge. Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment, ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Man konnte den Blasterbeschuss sogar hören. Geht und helft! Beruhigt euch, Padawan. Stürzt euch nie in einen Kampf, ehe ihr euren Gegner kennt. Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen und gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände, vor allem euch. Wollt ihr etwa hierbleiben und zusehen? Ich warne die anderen. Ich werde direkt hinter euch sein. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Gut, ihr seid unverletzt. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich werde den Feind zurückdrängen, was es auch kostet. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen. Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Anscheinend bin ich der einzige kompetente Krieger auf diesem Planeten. Arroganz steht einem Jedi nicht zu Gesicht, ebenso wenig wie primitive Beleidigungen. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Weil der Orden sich entwickeln muss und ihr seid schwach. Was auch immer euer Problem ist, ich bin hier, um es zu beenden. Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Ich werde jetzt auch ein wenig säubern. Geht es euch gut? Was ist geschehen? Dank der Macht seid ihr beide sicher. Dieser Mann ist kein Jedi. Zumindest keiner von uns. Wenn er nicht wie wir war, was war er dann? Ich würde ja sagen, ein Sith. Aber das Imperium weiß nicht, wo Tython liegt. Dieses Lichtschwert, es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Beeindruckend. Die Macht war mit mir, wie immer. Verwechsle Selbstsicherheit nicht mit Arroganz, Padawan. Deine Lehrer hätten dir den Unterschied beibringen sollen. Die Schlacht ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen.
Das sollte sie erstmal fernhalten. Ihr hättet den Tunnel offen lassen sollen. Er wäre nützlich im Kampf gegen die Fleischräuber. Einen Krieg zu erklären, ist das Letzte, was wir tun sollten. Wir wissen zu wenig über unseren Gegner. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medicenter bringen. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Zu einem langweiligen Treffen zu gehen, ist das Letzte, was ich tun möchte. Hey, das kommt mir bekannt vor. Du wirst dennoch gehen, Padawan. Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Padawan, ich bin Satil Shan, Vorsitzende des Hohen Rats der Jedi. Ich würde mich gern unter vier Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Lasst mich raten. Mein Ruf eilt mir voraus. Euer Ruf interessiert mich nicht. Kommt in meinen Meditationsraum im Tempel. Wir sprechen dort. Willkommen, Padawan. Überall im Tempel hört man schon von eurem Heldenmut im Trainingsgelände. Meister Orgus hat mir erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt. Und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Ich habe gewonnen. Das ist alles, was zählt. Gewalt kann selbst die erfahrensten Jedi aus dem Gleichgewicht bringen. Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat. Darum gehen Jedi-Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Wie soll ich in der Hitze des Gefechts vernünftig sein? Das ist der Konflikt, den alle Jedi beim Kampf ausfechten müssen. Ihr werdet einen Weg finden. Ihr müsst es. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Und nehmt das hier. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft, aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern des Rats. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Dann haben die Sith uns gefunden. Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Im Moment ist das alles noch nicht sicher. Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enthüllt. Eure anwachsende Dunkelheit hat versucht, mich zu töten. Seht ihr? Nicht nur ich mache mir Sorgen. Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat. Dies sind Meisterin Kiwix und ihr äußerst mitteilsamer Padawan Kira. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Es ist bedauerlich, dass wir so weit verstreut sind. In der Tat. Die Sicherheit des Tempels wird unerwartet gefährdet. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte Wilde. Wenn niemand sie organisiert, sind sie nur hirnlose Wilde. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Ein großer Teil Tysons ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Orgus, ihr habt seit Coruscant keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihr. Stärker, als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen, um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Ich betrachte es als Privileg. Immer mit der Ruhe. Vor dir liegt eine schwierige Aufgabe. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Statte dich aus, wir treffen uns dort. Diese verfluchten Ratstreffen.
Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass meinen Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Reden können Sie offensichtlich am besten. Die Ratsmitglieder haben sich ihren Platz durch viele Siege und Opfer verdient. Respektiere das. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Scheinbar hattet ihr seit Jahren keinen Padawan mehr. Wieso wollt ihr mich ausbilden? Als Jedi lernst du, deinen Instinkten zu vertrauen. Als ich dich in dieser Höhle getroffen habe, sagten mir meine Instinkte, dass ich dich ausbilden soll. Ich weiß nicht, wieso und zu welchem Zweck, aber die lebendige Macht hat uns aus einem Grund zusammengeführt. Ihr glaubt, die Macht ist lebendig? Dass sie etwas von uns will? Wollen ist ein zu starker Begriff. Sagen wir einfach, gemeinsam werden wir mehr erreichen als einzeln. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tython. Sie kämpfen schon seit Monaten gegen die Fleischräuber. Die Republik hat uns gebeten, den Twi'lek unsere Hilfe zu verweigern. Sie haben sich illegal angesiedelt, aber ehrlich gesagt, brauchen wir sie. Die Republik sollte den Jedi keine Vorschriften machen. Ich habe vergessen, wie beeinflussbar ein Padawan sein kann. Vergiss nicht, die Jedi existieren, um der Republik zu dienen, auch wenn wir anderer Meinung sind. Die Twi'lek haben eine Siedlung in den Bergen. Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber wissen. Wenn die Twi'lek ihr Wissen nicht teilen wollen, wie weit darf ich sie treiben? Treibe sie nicht, überzeuge sie. Zeig diesen Leuten, dass wir hier sind, um zu helfen. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Ich grüße euch, Matriarchin. Meister Orgis Din schickt mich, um euch beim Kampf gegen die Fleischräuber zu helfen. Die Jedi lassen sich also endlich herab und erkennen, dass mein Volk leidet? Wie edelmütig. Ich bin sicher, das hat auch überhaupt nichts mit dem Angriff auf euer Trainingsgelände zu tun. Ich bin nicht hier, um mir Vorträge von euch anzuhören. Nein, ihr seid gekommen, um unser Vertrauen zu gewinnen und etwas über euren neuen Feind zu erfahren. Meine Späher beobachten die Fleischräuber schon seit Monaten. Sie werden immer stärker. Ich werde euch erzählen, was wir herausgefunden haben. Aber nur, wenn ihr versprecht, mein Volk zu schützen. Wir leiden. Du brauchst Ruhe, Mutter. Lass mich diese Last für dich tragen. Hoffentlich seid ihr etwas bereitwilliger. Ihr werdet sehen, dass unser Volk keine Zwietracht kennt. Das ist meine Tochter, Rana Tau Wen. Sie wird zusammen mit Späherführer Morind für mich sprechen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Mir ist egal, warum ihr hier seid. Hauptsache, ihr vernichtet die Fleischräuber. Seit sie die neuen Waffen und die Ausrüstung haben, jagen sie uns wie Tiere. Der Feind hat ein Lager im Tal hier in der Nähe. Meine Späher berichten, dass die Fleischräuber ihre Waffen und andere Technologien in einer Höhle aufbewahren. Ich kann es mir zumindest einmal ansehen. Sie schlachten uns mit ihren Waffen ab. Ihr wollt unsere Hilfe? Dann kümmert euch darum. Wir müssen den Fleischräubern Angst machen, ihre Waffen sabotieren, sie so manipulieren, dass sie vor ihren hässlichen Gesichtern explodieren. Wie sollen wir das machen? Sie verwenden Standardtechnologie der Republik. Wir könnten die Stromkreise und Plasmaspulen überladen. Hier, ich zeige es euch. Durch die Sabotage würden die Fleischräuber Verluste erleiden und ihren technologischen Vorteil verlieren. Wenn ihr uns die Technologie beschafft, könnten wir uns mit den Waffen verteidigen. Beide Pläne könnten funktionieren. Mein Volk hat keine Angst davor, für seine Heimat zu kämpfen. Uns fehlen nur die Mittel dazu. Diese Diskussion ist sinnlos, solange ihr nicht dazu in der Lage seid, in die Höhle zu gelangen. Ihr braucht einen der Zugangsschlüssel der Anführer. Findet die Technologie der Fleischräuber und tut, was ihr für richtig haltet. Viel Glück, Jedi.
Ich wünschte, ich könnte die Gesichter der Fleischräuber sehen, wenn ihnen ihre Sachen um die Ohren fliegen. Keine Sorge, kleiner Kerl. Ich hole dich da raus. Wie gut, dass die Fleischräuber keine Droiden essen. Zeig deinen Soldaten, wie man diese Waffen einsetzt. Sie sollen an den Twi'lek-Eindringlingen üben. Wann werden wir gegen die Jedi kämpfen? Geduld, Kalef. Die Jedi werden fallen, wenn unsere Armee ihre volle Stärke erreicht hat. Ich habe den Sinn von Sicherungsbolzen ohnehin nie verstanden. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ihr hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Es tut mir leid, Seilu. Wir teilen euren Verlust. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Nein, 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig machen? Belehrt mich nicht, Jedi! Meine Frau ist tot! Unsere Leute abgeschlachtet! Und wo wart ihr? Ich sehe keinen Grund, mich zu rechtfertigen. Ihr habt die Pflicht, Leben zu verteidigen und das Böse aufzuhalten. Das ist doch eure Aufgabe, oder nicht? Die Fleischräuber werden nicht aufhören, bis wir alle tot sind. Werdet ihr das zulassen? Wenn ihr dumm genug seid, euch mit Jedi anzulegen, verdient ihr es vielleicht nicht zu überleben. Ich wusste, dass ihr nicht hier seid, um zu helfen. Wir werden selbst für Gerechtigkeit sorgen müssen. Die Emotionen kochen schon hoch genug. Du hast das Feuer nur noch weiter angefacht. Die Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. T7 wurde von den Fleischräubern gefangen genommen. Ihr werdet seine Holo-Aufzeichnung sehen wollen. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Droiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Einer unserer Späher hat euren Angriff auf das Lager der Fleischräuber aus der Ferne beobachtet. Er sagt, dass ihr viele von ihnen getötet habt. Euer Heldenmut macht mir Hoffnung, dass wir überleben können. Es ist die Pflicht der Jedi, andere zu beschützen und zu verteidigen. Und wir haben versprochen, im Gegenzug für diese Pflicht unser Wissen mit euch zu teilen. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Sie haben bereits die umliegenden Berge unter ihrer Kontrolle. Und jetzt greifen sie die Ruinen von Kalett an. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen. Ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurückbringen. Der verhüllte Mann auf dem Holo. Ich kenne seine Stimme. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Tu, was du kannst, um die Fleischräuber aus Kalett zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Ich halte die Stellung, bis Verstärkung eintrifft, Meister. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Jedi! Komm doch etwas näher. Hey! Jedi töten! Meister Orges hat uns hergeschickt. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Einer der Fleischräuber, gegen die ich eben kämpfte, nannte mich Jedi. Er konnte die Macht nutzen. Das ist besorgniserregend. Wenn die Fleischräuber die Wege der Macht lernen, dann sicher nicht die helle Seite.
Ihr habt wirklich kurzen Prozess mit diesem Haufen gemacht. Lasst ihr jemals Überlebende zurück? Zweimal gegen denselben Gegner zu kämpfen ist langweilig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht aus dem Kodex zitiert war. Diese Fleischräuber hatten ein Holocron dabei. Ein Reservoir an Wissen, erschaffen durch einen Machtanwender. Wie es aussieht, ist es tausende Jahre alt. Meister Orgis hatte recht. Diese Eingeborenen sind fortschrittlicher, als wir dachten. Sie lernen, wie man uns bekämpfen kann. Wenn sie nicht mehr zu bieten haben, sind sie keine Bedrohung. Das war nur eine Spähmannschaft. Ich wünschte, wir könnten bleiben und das hier zu Ende bringen. Aber Meisterin Satil hat uns auf eine Spezialmission auf Coruscant beordert. All diese schlechten Ahnungen, die der Rat hatte? Sie denkt, dass die Quelle auf der Hauptwelt der Republik liegt. Es tut mir leid, euch zurückzulassen. Aber die Gefahr ist vorüber. Diese Überwachungsmonitore werden Khaled im Auge behalten. Platziert sie um die Ruinen herum. Der Tempel kann dann zukünftige Angriffe durch unsere Feinde überwachen. Ich habe Besseres zu tun, als durch diese Ruinen zu wandern. Ah, wirklich? Ich glaube kaum, dass Meister Orgis zustimmen würde. Je mehr wir über die Bewegungen unseres Feindes wissen, desto besser. Möge die Macht mit euch sein, Padawan. Ich bin hier, Meister. Was ist los? Ich bin auf dem Weg zurück in die Twi'lek-Siedlung. Triff mich dort, sobald du kannst. Ich habe es lebend aus den Ruinen von Khaled rausgeschafft. Danke der Nachfrage. Wenn ich nicht geglaubt hätte, dass du klarkommst, hätte ich dich nicht dorthin geschickt. Wir treffen uns bei der Matriarchin, Orgis Ende. Meisterin Kiwix hat mir berichtet, was du in Khaled gefunden hast. Einen Fleischräuber, der die Macht einsetzt. Sie ist im Glauben, er hätte von einem alten Holocron gelernt. Ich wünschte, das wäre so. Der Mann, der dich bei deiner Ankunft angegriffen hat, sein Lichtschwert schien mir vertraut. Und die Holo-Aufzeichnung des Druiden bestätigte meinen Verdacht. Die Gestalt mit der Kapuze in der Aufzeichnung ist Bengel Moore. Er war mein Padawan, aber er hat seine Ausbildung nie abgeschlossen. Bengel war im Jedi-Tempel auf Coruscant, als die Sith ihn zerstörten. Die Macht muss mit ihm gewesen sein, wenn er lebend rausgekommen ist. Der Tempel wurde zerstört. Hunderte von Jedi starben an diesem Tag. Wir haben nie alle Leichen gefunden. Die Macht war stark in Bengel und er besaß das sanfteste Wesen, das ich kannte. Er hat sich gegen die Jedi gewandt. Er muss aufgehalten werden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die Matriarchin unseres Volks, meine Mutter, liegt im Sterben. Ihr solltet an ihrer Seite sein. Mutter sagte, ich solle mich zuerst um euch kümmern. Meine Späher haben eine Kommandobasis der Fleischräuber in den Bergen ausfindig gemacht. Sie wird von einem Energieschild geschützt. Der Energiegenerator des Schilds ist auf einem anderen Berg versteckt, in einem stark bewachten Hüllennetzwerk. Von der Kommandobasis aus werden vermutlich alle Angriffe in der Region koordiniert. Ich muss dort hinein. Bist du bereit, den Energiegenerator auszuschalten? Ich muss meine Ausbildung beenden. Ist diese Mission Teil meiner letzten Prüfung? Bitte behalte die Gegenwart im Auge, Padawan. Versuch dem Droiden den Weg frei zu machen, damit er mehr Informationen sammeln kann. Der Energieschild hat oberste Priorität. Schalte ihn aus, so schnell du kannst. Ihr müsst der Padawan sein, der meine Leute abschlachtet. Eure fehlgeleiteten Angriffe ändern nichts. Eure Zeit ist abgelaufen. Das ist also euer Gesicht. Jetzt weiß ich, warum ihr eine Kapuze tragt, Bengel. Orgis Geschmack bei Padawanen ist schwach geworden. So wie er selbst. Ihr habt meinen Schüler Khaled exekutiert. Ich kann seinen Tod an euch spüren. Ich habe ihn über Jahre hinweg trainiert.
Er war ein guter Mann. Ein Mann mit Prinzipien. Seid ihr stolz auf euch? Ohne jeden Zweifel. Ihr seid wirklich verdorben, doch die Gerechtigkeit wird kommen. Jeder sogenannte Jedi auf Tython wird sterben. Das ist ein Versprechen. Euer gesamter Orden ist schwach. Ihr habt nichts getan, um den Fortschritt des Imperiums zu stoppen. Ich werde die Sith auslöschen. Wacht jetzt nur ab. Das Böse zu zerstören verlangt Reinheit. Ihr seid nicht rein. Genießt euren kleinen Sieg. Es wird euer letzter gewesen sein. Ich habe den Energieschild abgeschaltet. Irgendwelche Neuigkeiten zur Mission von Meister Orgis? Nein. Meine Mutter hat während eurer Abwesenheit ihren Frieden gefunden. Ich bin jetzt Matriarchin. Ihr müsst das alles nicht allein bewältigen. Ihr und euer Meister geben mir viel Trost. Bevor er gegangen ist, hat mir Meister Orgis Folgendes gesagt. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Er glaubt, dass unser Wesen weiterlebt und sich mit der Macht verbindet, wenn wir sterben. Ich hoffe, das stimmt. Matriarchin, Fleischräuber sind durch unsere Verteidigungslinien gebrochen. Sie haben etwas mit unseren Getreidefeldern gemacht. Sie haben seltsame Maschinen aufgestellt. Als ein Späher sich einer von ihnen genähert hat, ist er krank zusammengebrochen. Er ist dann von dem Gerät weggekrochen und es geht ihm besser, aber da draußen sind immer noch viele von diesen Maschinen. Ich habe noch nie von so etwas gehört. Wenn diese Maschinen uns vergiften können, werden sie dasselbe mit unserer Ernte tun. Bitte helft uns. Die Jedi sind stark. Ihr könnt es mit den Maschinen aufnehmen und sie zerstören. Hoffen wir, dass es wirklich so kommt. Wenn ich etwas gelernt habe, dann dass Jedi das schaffen, woran andere scheitern. Geht jetzt schnell zu den Feldern. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Ich habe die Maschinen zerstört, die euer Getreide vergiftet haben. Ich habe gesehen, was ihr da draußen erlitten habt. Das war nicht nur Tapferkeit, das war Heldenmut. Bitte nehmt dieses Zeichen der Verehrung meines Volkes. Es tut mir leid, dass es nicht mehr ist. Ich brauche keine Belohnung, aber ich danke euch trotzdem. Ich sollte jetzt alle informieren, dass die Gefahr vorüber ist. Die Fleischräuberbasis ist endlich erledigt. Wie sieht es bei dir aus? Gut, dass ich zur Siedlung zurückgekehrt bin. Die Fleischräuber haben versucht, die Ernte zu vergiften, aber ich habe sie aufgehalten. Gift? Sie werden langsam verzweifelt. In der Kommandobasis der Fleischräuber habe ich die Koordinaten für eine Reihe geheimer Lager gefunden. Zu viele, um nur Jedi-Meister auszusenden. Ein Lager befindet sich in den Ruinen von Oberkalett. Die Patrouille, gegen die du schon gekämpft hast, war hier stationiert. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Sache zu Ende zu bringen. Was, wenn ich eurem alten Padawan begegne? Wenn du Bengel siehst, zieh dich sofort zurück und nimm mit mir Kontakt auf. Sei vorsichtig in den Ruinen. Wir haben sie noch nicht alle erforscht. Kontaktiere mich, wenn du die Mission erfüllt hast. Möge die Macht mit dir sein. Edlen Verfia Kallin Tob Keret. Atenger Kellet Wiesel nie als. Meister Orgis hat mich geschickt, um die Fleischräuber zurückzuschlagen. Os des Hadjan Aki Nekaneve. Estavo lab meg minig uge. Ose disazos homaleban. Berega mosdu. Lattland fällig, gegob es länger agium. Dann werde ich ihrem Hass mit meinem eigenen begegnen und sie alle töten. Vago ele seges, le hasak. Is as alla sonne parton as atla zu kissal. Das Fleischräuberlager ist unschädlich gemacht, Meister. Aber es waren lauter Machtanwender. Sie haben einen Jedi namens Laota getötet. Seine Leiche liegt in den Ruinen. Was soll ich tun?
Wir bergen unseren Gefallenen später. Ich habe gerade ein Notsignal von der Twi'lek-Siedlung erhalten. Sie haben Bengal Moor gesehen. Unsere Leute sind auf die geheimen Lager verteilt. Wir sind die Einzigen, die sich darum kümmern können. Ich bin auf dem Weg zur Siedlung. Wir treffen uns dort. Meister Orgis hat auf euren Notruf reagiert. Ich sollte ihn hier treffen. Was ist passiert? Nichts. Wir haben keinen Notruf abgesendet. Seit ihr fortgegangen seid, war alles ruhig. Ich habe Meister Orgis nicht gesehen oder gesprochen. Meister Orgis hätte hier vor mir eintreffen sollen. Ich bin sicher, das ist ein Missverständnis. Euer Meister wird bestimmt auftauchen. Bleibt doch ein Weilchen. Ihr seid sicher erschöpft. Schluss damit! Was macht ihr? Zur Seite, Matriarchin. Es war nicht genug, den Meister des Mädchens auszuliefern. Der Padawan muss sterben. Bengal Moor hat eure Bedingungen abgelehnt. Wir müssen unser Volk retten. Ihr habt mir direkt ins Gesicht gelogen. Wie konntet ihr das nur tun? Ich hatte keine Wahl. Es gibt zu viele Fleischräuber und zu wenige Jedi. Bengal Moor ist zu mir gekommen. Er sagte, er würde die Angriffe der Fleischräuber beenden, wenn wir ihm euren Meister ausliefern. Er wollte, dass wir auch euch umbringen. Aber ich sagte nein. Ich sagte ihm, wir würden euch hier behalten. Ihr wärt in Sicherheit und mein Volk hätte einen Beschützer. Wenn wir nicht tun, was uns befohlen wurde, wird Bengal Moor uns alle töten. Ihr Leute macht mich krank. Warum haben sie nicht auf mich gehört? So sollte es nicht ablaufen. Ich hätte euch gerettet. Uns alle. Ihr habt meinen Meister an den Feind ausgeliefert. Nein, ihr könnt ihn noch retten. Bengal Moor hat Orgis an einen Ort gebracht, den man die Schmiede nennt. Aktiviert euren Druiden, er könnte wissen, wo sie zu finden sind. Ihr könnt mir doch vergeben, oder? Ihr habt schreckliche Dinge getan. Es muss Konsequenzen geben. Ihr habt recht. Sagt mir, was ich tun soll. Ich sorge dafür, dass niemand von eurem Verbrechen erfährt, wenn ihr euch als dankbar erweist. Ihr habt unsere Siedlung gesehen. Wir haben keine Reichtümer. Mein Volk hat ein paar heilige Relikte mit nach Typhon gebracht. Sie sind sehr wertvoll. Ich sage meinen Leuten, dass die Fleischräuber sie gestohlen haben. Ich halte es hier nicht länger aus. Bengal Moor hat meinen Meister an einen Ort gebracht, den man die Schmiede nennt. Weißt du, wo das ist? Diese Twi'lek haben dich deaktiviert und versucht, mich zu töten. Ich musste uns verteidigen. Ich bin A4PO, Jedi-Archivar. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Übertrage alles, was du über die Schmiede weißt, auf meinen Droiden T7. Dieser Bereich gilt als höchst gefährlich. Darf ich fragen, wozu Sie diese Daten benötigen? Soll ich deinen Speicher löschen? Tu es einfach. Aber wirklich? Ich werde Ihr Betragen dem Rat melden, wenn er zurückkehrt. Übertrage jetzt die Daten. Ich habe euer Kommen gespürt. Eure Furcht verrät euch. Ihr seid schwach. Genau wie mein alter Meister. Ihr werdet fallen. Mit ihm. Erspart mir die Reden. Ich bin hier, um eurem Treiben ein Ende zu setzen. So sei es. Ihr habt gewonnen. Warum hat die Macht mich in diese Niederlage geführt? Ihr seid stärker als alle Jedi, die ich jemals gekannt habe. Ihr könntet den Orden retten und die Sith vernichten. Ich verstehe. Ihr seid die Waffe, die zu Schmieden ich gekommen bin. Ihr denkt, dass ich dazu bestimmt bin, das Imperium zu besiegen?
Ich bin mir ganz sicher. Endlich habe ich meine Bestimmung gefunden. Ich habe ein Leben damit verbracht, die Wege zur Macht zu lernen. Dieses Wissen dient nun euch. Lasst mich Typhon verlassen und die Galaxis für euren Aufstieg vorbereiten. Ich werde die Gaben liefern, die ihr braucht, um euer Schicksal zu erfüllen. Gebt mir, was ich brauche, um meine Feinde zu besiegen. Dann könnt ihr weiterleben. Meine erste Gabe liegt in der Schmiede, in der Machtanwender vor Jahrtausenden ihre Lichtschwerter erschufen. Ich habe die alten Bräuche erlernt, entdeckt, wie man eine wirklich mächtige Waffe erschafft. Ich zeige es euch. Nutzt mein Wissen, um euer Lichtschwert zu erschaffen, und die Macht wird mit euch sein. Ich muss fort, doch ich werde euch finden, wenn die Zeit bereit ist. Lebt wohl. Was der Rat nicht weiß, das stört ihn auch nicht. Halt still. So, wie fühlst du dich? Du wurdest im Kampf getroffen, muss einen Kurzschluss gegeben haben, aber wir haben Bengal Moor besiegt. Padawan. Ich habe dir mein Leben zu verdanken. Ich habe gegen Bengal Moor gekämpft und er ist in die Schlucht gestürzt. Er ist tot. So die Macht es will, werden wir die Leiche des armen Mannes bergen und für ein anständiges Begräbnis sorgen. Das Grauen, das er auf Coruscant mit ansehen musste, hat ihn gebrochen. Es hat den sanften Padawan, den ich ausgebildet habe, vernichtet. Du hingegen hast dich einer Herausforderung gestellt, die jenseits aller Prüfungen liegt, die ich dir auferlegen kann. Es gibt nichts mehr, was ich dich lehren könnte. Alles, was dir noch zu tun bleibt, ist in die Schmiede zu gehen und dein Lichtschwert zu bauen. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Es gibt keinen Ersatz für die Waffe, die du dir selbst baust. Normalerweise lassen wir die Padawane sich das Material selbst zusammensuchen, aber du hast dich bereits bewiesen. Hier sind alle physischen Bestandteile. Der Rest ergibt sich aus deiner Beherrschung der Macht. Ich kehre zum Jedi-Tempel zurück und sende einen Suchtrupp nach Bengals Leichnam aus. Wir treffen uns dort, wenn du soweit bist. Ich habe die Macht, all meine Gegner niederzuschmettern. Die Fleischräuber sind immer noch eine Bedrohung, aber ohne Bengal als Anführer werden sie verstreut und schlecht gerüstet sein. Der Tempel hätte vernichtet werden können. Der gesamte Orden steht in eurer Schuld, Padawan. Wir dürfen den Fleischräubern keine Zeit lassen, sich zu sammeln. In den Krieg zu ziehen, garantiert nur noch mehr Gewalt. Wir verstärken besser unsere Verteidigung.
Abgesehen davon gibt es näherliegende Gefahren. Die jüngsten Entwicklungen in der Twi'lek-Siedlung verlangen nach einer Antwort. Ihre Matriarchin hat mich an Bengel verraten. Berichten zufolge führt sie die Siedlung noch immer an. Ihr kennt die Twi'lek, Padawan. Welches Vorgehen empfehlt ihr? Die Twi'lek brauchen Führung. Wir sollten ihre Siedlung übernehmen. Jedi regieren keine anderen. Diese Art Macht wird zu leicht missbraucht. Wir müssen die Twi'lek ja nicht regieren, nur ein wachsames Auge auf sie werfen. Bereit sein, einzuschreiten. Auch wenn Bengel Moors Leiche noch nicht gefunden wurde. Tatsache ist, dass dieser junge Jedi uns vor seiner Armee gerettet hat. Ich sehe keinen Grund, weshalb sie länger Padawan bleiben sollte. Eure Tapferkeit, euer Heldenmut und eure Opferbereitschaft zeigen einen starken Charakter. Ihr seid unsere Hoffnung für die Zukunft. Ihr kamt als Padawan auf Typhon an, doch ihr geht als Ritter der Republik. Möge die Macht mit euch sein. Wurde auch Zeit. Schluss mit Padawan tu dies und Padawan tu das. Das stimmt. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. Dieser kleine Droide und ich haben eine Menge durchgestanden. Wir sind ein prima Team. Ich sehe keinen Grund dafür, weshalb ihr nicht zusammenbleiben solltet. Wir empfangen ein Prioritätssignal von Coruscant. Es ist Meisterin Kiwix. Meister Orges, alle. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die weitere Hilfe erfordert. Unsere Mutmaßungen über Coruscant waren richtig. Die dunkle Präsenz, die wir seit langem fühlen, ist hier am stärksten. Ich habe heute schon eine dunkle Präsenz besiegt, dann gehen auch zwei. Die Dunkelheit nimmt uns die Sicht auf Bedrohungen, die viel näher liegen. Ich rate zu großer Vorsicht. Etwas Bösartiges arbeitet im Schatten der Hauptwelt. Wir müssen es finden. Die Lage verlangt nach unseren Besten. Meister Orges, ihr und euer ehemaliger Padawan solltet zu Meisterin Kiwix nach Coruscant. Kommt so schnell es geht zum Senatsgebäude. Meisterin Kiwix, Ende. Keine Ruhepause für uns, wie es scheint. Erledige, was du hier noch erledigen musst, dann nimm eine Fähre nach Coruscant. Alles, was ich bekomme, ist ein Klaps auf den Rücken und eine neue Mission? Ich habe gerade den Tempel gerettet. Wir werden dir eine Bronzium-Statue errichten, versprochen. Ich muss noch ein paar Sachen packen, bevor ich los kann. Wir sehen uns auf Coruscant. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Stets.